Hallo Römerlieben-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Harvest Neue Augen. Bewertet den Part und viel Spaß. Ach ja, ich muss hier erstmal dieses Verbot deaktivieren. Was ist? Stimmt irgendetwas mit deinem Drink nicht? Was hast du denn? Der schmeckt doch bestens. Und dieses Brodeln in der Lunge. Wagga! Ich hab gerade. Moment. Bei dir ist auch alles gut, das freut mich. Ist schön. Wagga! Wir brauchen noch den Kugelfisch, stimmt. Gut. Wagga! Nein, alles gut. Einmal bitte ein Fisch. Danke! So. Bestätigt das meine Annahme, dass ich den Fisch aufblasen kann für einen Kugelfisch? Am dritten Tag erschuf Gott den Kugelfisch. Und niemand war da, um ihn zu loben. Nice. Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, das letzte Getränk, Leute. Schön. Es sah nicht so aus, als würde sich der Barmann von alleine beruhigen. Lilly musste wohl etwas nachhelfen. Ja. Wagga! Wagga! Der Barmann schlief scheinbar seinen Rausch aus. Ja, glaube ich auch. Der Barmann schlief scheinbar seinen Rausch aus. Ja, gut. Aber wir dürften noch jetzt, warte mal, wenn wir jetzt hier den Alkoholtest machen. Wir dürften ja eigentlich Promille erreichen, oder nicht? Ja. Was ist denn das? Nice. Du bist ja voll wie eine Haubitze. Los, Haubitze. Ab in die Ausnüchterungszelle mit dir. Oh. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. In deinem Alter schon zur Flasche greifen. Tut mir leid. Und da war sie nun endlich. Die Karte. Lilly war gespannt. Ein Hamster. Das war also das Geheimnis hinter der flüchtenden Karte gewesen. Vielleicht hatte Lilly endlich einen neuen Freund gefunden. Vielleicht war aber auch alles wie immer. Ein Hamster? Es sah sogar aus wie ein Robo-Hamster. Really? Und da war sie nun endlich. Die Karte. Edna versteckte sich also in dieser Höhle am Moorsee. Aber Moment mal, das wusste Lilly doch schon. Genau genommen war diese Karte sogar ziemlich nutzlos. Besonders wenn Lilly bedachte, was sie alles angestellt hatte, um sie in die Finger zu bekommen. Irgendwie schon, ne? Zäh. Na toll. Der Fluchtwagen stand bereit. Leider gab es niemanden, der sie befreien wollte. Lilly war wohl wieder mal auf sich allein gestellt. Kann ich hier irgendwas machen? Ich glaube nicht, ne? Was ist? Hast du schon genug von der gesiebten Luft? Das hättest du dir überlegen können, bevor du zur Flasche gegriffen hast. Ach, herrje. Jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche. Durch genau so ein Verhalten habe ich damals auch Edmund den Schlitzer auf freien Fuß gesetzt. Und du kannst dir nicht vorstellen, was mir das für einen Ärger eingehandelt hat. Es hat Wochen gedauert, bis die Eltern der kleinen Melanie wieder mit mir gesprochen haben. Ach, ich habe einfach ein zu gutes Herz. Ich lasse dich laufen. Aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Ach, verdammt! Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht lügen. Oh, yes. Oh, das Waldknäuel. Darf ich das nochmal sehen? Aha.
Boogie. 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 What is Duden? Justitia. Okay, alles klar. Lilly, willst du etwa raus? Aha. Das dachte ich mir. Aber du säßest wohl kaum da drinnen, wenn du wüsstest, wie man sich anständig beträgt. Oder? Aha. Kein Wort. Du wolltest mir doch nicht etwa widersprechen, oder doch? Aha. Nun, dagegen ist nichts einzuwenden. Widersprechen ist super. Manchmal widerspreche ich schon zum Frühstück. 3 Scheiben Toast. Lecker Toast. Aber das wäre gelogen. Und wir wissen doch beide. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht lügen. Böse. Was? Natürlich sind Lügen böse. Nein. Warte. Ich zeig's dir hier an der Tafel. Schau dir die Tafel gut an. Sie zeigt einige der Grundfesten unseres Rechtssystems. Zum Beispiel, dass Lügen böse sind. Wie? Nein. Natürlich sind Lügen böse. Nee. Es lässt sich leicht aus den 4 obersten Grundfesten ableiten. Gott ist gut und wahrhaftig. Der Teufel jedoch ist böse, mit viel Weisheit. Gott ist die Wahrheit, dennoch er ist voll der Weisheit. Der Teufel aber lügt mit all seiner Bosheit. Und darum sind Lügen immer böse. Die logische Kette, die einen dahin führt, kannst selbst du knüpfen. Es sind nur 3 kleine Schritte bis zum Ergebnis. Versuch es doch ruhig selbst. So, gut und Wahrheit? Gleich Wahrheit. Ja, das ist logisch. So, gut und Weisheit? Plus böse und Weisheit? Ja, das ist logisch. So, und jetzt haben wir gut und böse. Na also, Lügen sind... Was? Lügen sind gut? Yes! Aber das kann doch nicht sein. Es scheint alles zu stimmen. Das ist doch... Es wundert mich, dass ich dieses Rätsel gerade beim ersten Mal geschafft habe. Yo! Offenbar hatte sich Justitia geirrt. Wie es aussah, waren Lügen gar nicht so übel. Lilly hatte eine weitere Blockade gelöst. What? Weißt du, er ist einfach so... Was? Er nimmt einfach sein Schwert, ne, und rammt es sich durch den Magen, so. Alles klar. Und durch die Brust oder wo auch immer. Gönnt er sich, ey. Das hat er sich gegönnt. What? Holy moly. Ach, ich lass aber ganz. Moment. Lügen. Jetzt aber. Ach, ich lass aber ganz. Ja. Aha. Du versprichst es also? Nie wieder Unsinn, ja? Aha. Und du flunkerst auch nicht? Na gut. Dann werde ich dir wohl mal glauben müssen. Willkommen in der Freiheit. Juhu. Danke. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. Aha. Natürlich. Solange es noch dunkel ist, solltest du lieber drinnen bleiben. Bei Nacht ist es da draußen viel zu gefährlich. Ha? Am besten, man bleibt zu Hause. Nee, ich geh raus. Aber Lilly, wo willst du? Du hast doch gehört. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Bei einem Buchstabierwettbewerb zum Beispiel. Oder einem Rolf-Zuckowski-Konzert. Na klar. Ah, gleich die nächste Blockade, oder? Oh, lol. Boogie. Boogie. Aber wir dürfen ja jetzt lügen, ne? Wir dürfen lügen, Leute!
Hey, hey, hey. Hey! Ja. Aha. Oh je. Du Arme. Ich hoffe, du hast daran gedacht, dir Münzen für den Fährmann auf die Augen legen zu lassen. Das ist ja furchtbar. Ohne Kleingeld ist man in der Zwischenwelt nämlich ganz schön aufgeschmissen. Und leider gibt es nur die eine Möglichkeit, weltliche Güter in die Welt der Trance und der Geister mitzunehmen. Man legt sie auf die Augen. Ah! Okay. Hey. Ich bin der Geist der vergangenen Weihnacht. Na klar. Ich soll dir helfen, ein besserer Mensch zu werden. Nein. War ein Witz. Ich bin einfach nur tot gefangen. Im Limbus. Ist aber ganz lustig hier. Man ja, ne? kann in Störbildern erscheinen. Auf dem Friedhof Emos erschrecken. Ich wünschte trotzdem, ich hätte Geld für den Fährmann dabei. Aber ich musste ja all mein Erspartes in die Seenotopfer stecken. Wieso Sammelbüchse? Ich hab schon die Idee. Der Barmann liegt hier, ja? Und das heißt, wir haben ja noch Münzen. Lilly platzierte das Geld auf den Augen des Barmanns. Da er schlief, gab sie ihm nur ganz wenig Trinkgeld. Ganz wenig, Jetzt kommt wahrscheinlich, ja. Wo willst du denn? Du hast ein Kiski-Ball ab. Oh. Hey. Woogie, Woogie, Woogie. Na, wenn das mal nicht das kleine Mädchen aus der Bar ist. Schau ja. mal, was ich hier habe. Irgendjemand hat meinen sterblichen Überresten Geld auf die Augen gelegt. Kein das Ding. Ist mehr als genug, um den Fährmann zu bezahlen. Nimm du ruhig den Rest. Ich werde hier nicht mehr alt. Vielleicht noch aus ein, zwei Fernsehbildschirm krabbeln, aber dann ab ins Jenseits. Danke. Das ist mehr als genug, um den Fährmann zu bezahlen. Nimm du ruhig den Rest. Danke. Ah, mein Dom macht ihren Einsatz. Was heißt, wo sie will mitspielen? Wedel, wedel. Worauf wartest du noch? Wedel. Ich wedel mit dem Schwanz, wenn ich mich freue. Jetzt oh, komm schon. Weil ich ein Hund bin. Setz dich dazu. Weil ich ein Hund bin? Miau. 5 Sekunden später. Au, Backe. Du bist die mit Abstand miserabelste Pokerspielerin, die ich jemals gesehen habe. Du hast nicht einmal deine Zigarre geraucht. Vergiss nicht, sie mitzunehmen. Ich habe Flöhe. Ich habe Flöhe. Denn ich bin ein Hund. So dumm. Einfach dumm. Aber Moment, wir können doch jetzt locker Rauchzeichen machen, oder? Hallo. Be right back. What? Ach, Verbindung ist schlecht. Hilfe. Lilly deutete die seltsamen Rauchzeichen so, dass der Schamane offenbar einen Marterpfahl suchte. Artig wie sie war, entschied sie, ihm dabei zu helfen. Wo muss ich denn rauskommen? So, da komme ich. Achso, ich muss. Dadurch? Nee. Durch welchen Weg muss ich denn? Wahrscheinlich durch den hier unten. Das heißt, ich muss irgendwie nach da unten kommen. Lol. Okay, das hat nicht funktioniert. Da komme ich wieder da raus. Wie komme ich hier raus? Da. Da komme ich da oben raus. Ist so. Und da unten? Dort. Wenn ich hier hochgehe, komme ich da raus. Ah. Ich glaube, es. Ja. Nice. Nice. Easy.
Der Schamane war schließlich am Marterpfahl angekommen. Lilly freute sich bereits darauf, ihm einen Besuch abzustatten. Endlich würde sie den geheimnisvollen Medizinmann kennenlernen. Ja, der geheimnisvolle Medizinmann. Was? Es sah nach etwas Essbarem aus, aber es roch nach einem verendeten Tier. Lilly hatte sich den Schamanen irgendwie anders vorgestellt. Kann ich mir auch. Mom, kurz AFK. Re. Autovervollständigung, meinten Sie Rauchzeichen? Aha. Roffel, das sind keine echten Rauchzeichen. Mein Router ist in der Präriehitze nur heiß gelaufen. Jetzt willst du sicher wissen, mit was ich für einem Server arbeite, oder? Mit einem Apache. Apache. Autovervollständigung, meinten Sie Wendigo? Aha. Wait. Got it. Big Vampedia-Eintrag. Wendigo. Der Wendigo. Vielfraß. Auch Wendigo. Plural. Wendigo-Wack. Dämon aus der Mythologie der Anishinaabe. Wendigo-Wack gelten als besonders stur und uneinsichtig. FYI. Sie stinken bestialisch. Lol. Okay. Autovervollständigung. Meinten Sie Waffen gegen Wendigo-Wack? Aha. Wait. Rat mal auf Tipi Bay ersteigern. Bestellbestätigung ausdrucken? Ja, nein, cancel. Aha. Print. Hier. Es gibt scheinbar nur ein einziges wirksames Mittel gegen Wendigo-Wack. Gib das Rezept dem Quacksalber. Die Bestellung müsste bei ihm angekommen sein. Ich habe mich in sein WLAN gehackt. Und wenn du schon mal da bist, ich habe mir etwas über Appalachesohn bestellt. Es, ist nicht wirklich für mich. Ich habe nur aus Versehen auf ein Pop-Up-Fenster geklickt. Aber wenn du schon mal da bist, könntest du es auch gleich abholen. Thanks. Alles klar. Alter, WTF. Alles klar, ey. Nice. Gut. Auf zum... Wie heißt der nochmal? Quacksalber. Bitte. Ah, ein Rezept. Wunderbar. Dann wollen wir doch mal sehen. Hier, die Bestellung habe ich erhalten. Hier, und wo du gerade da bist, ich habe hier noch eine Lieferung für den Schamanen. Bring es ihm doch bitte vorbei, ja? Na klar. Da war eine Dose im Paket. Lilly war gespannt. Enthaarungscreme. Enthaarungscreme. Hier. Ich hab das nicht bestellt. Da muss ein Irrtum vorliegen. Das brauch ich nicht. Wer sich nicht bewegt, kann auch nicht schwitzen. Oh. Hallo Lilly, du willst doch nicht. Das hat uns Aber wir haben doch das Verbot schon aufgehoben, du darfst nicht mit Feuer spielen. Ah ne, momentan haben wir Dings aufgehoben, ne? Ach egal, gut. Wir haben etwas Essen. Was nach Tod riecht. Was ist das? Aber ich rieche da etwa verdorbenes Fleisch? Ja. Aha. Verdammt! Dann hätte ich doch längst anfangen müssen zu kreisen. Da habe ich wohl meinen Einsatz verpasst. Wenn dich jemand fragt, kannst du bitte einfach erzählen, dass ich gekreist habe? Ja, übertreib auch gerne ein bisschen. Bau einen Looping ein, du weißt schon. Und das nächste Mal kreise ich auch wieder. Ehrenwort. Alles klar. Was ist das? Dann putz dir mal die Zähne. So Leute, das war's erstmal mit dieser Folge von Harveys neue Augen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Out da rein.